Sendung auf Hamburg, guten Abend. 1500 Mal am Tag geht in Hamburg ein Notruf ein. Was willst du um 24 Uhr mit deinem Vater am Jungfernstieg? Auf Peter 36 ein. Yes! Die Täter hatten Masken auf in Gesichtsform. Seit 15 Minuten schreit eine Frau wie am Spieß aus der Nachbarwohnung. Eine Schlägerei, Bahnhof, Trabrennbahn. Wiederhol mal bitte, hier ist ein bisschen Glockenläuten. Wunderrechte zugelassen. Alter, lassen Sie uns trauern! In großen Teilen ist das hier auch Erwachsenenerziehung. Wer in Hamburg die 110 wählt, landet hier, in der Polizeieinsatzzentrale. Die PEZ ist das Notrufdrehkreuz der Stadt. Kreuzung fährst du als nächstes an? Dort werden Einbrecher gemeldet, zwei Männer, ca. 1,90, einer mit langen, blonden Pferdeschwanz. Thorsten Schlumbohm nimmt seit 11 Jahren Notrufe entgegen. Polizeinotruf Hamburg, guten Abend. Heute ist er in der langen Nachtschicht, also 12 Stunden 110. Ja. Okay, ja. Frau, ich schicke Ihnen da jetzt einen Streifenwagen hin. Ja, das sind Betrüger, die versucht haben, sie auszuhorchen. Und das muss zur Anzeige gebracht werden. Ja, da kommen jetzt Kollegen zu Ihnen im Streifenwagen. Die haben eine Uniform an und können sie auch ausweisen. Ja, und die nehmen eine Anzeige auf. Die Streifenwagen werden von den Funksprechern alarmiert. In Hamburg auch Michel genannt, weil die erste Polizeifunkantenne am Hamburger Michel war. Steht jetzt hier leider nicht drin. Werde ich danach. Papier 36-4. Ich habe eine Wohnungsüberprüfung mit Sonderrechten. Es geht in die Straße 328. 328. Hm? 328. 328. Ja, ein Nachbar hat angerufen. Eine Nachbarin von ihm, schräg über ihm, schreit seit geraumer Zeit wie am Spieß. Der Anrufer hat auch etwas scheppern hören. Sonderrechte sind zugelassen, 20.03 Uhr. Katja Lülsdorf und Fabian Liedke sind zur schreienden Frau dazugerufen worden. Ein Peterwagen ist schon vor Ort. Oh, da höre ich was. Da habe ich so eine Frauenstimme im ersten Stock. Unten oder oben? Eben, im ersten. Ist das hier? Warum wird denn hier laut geweint? Können Sie mir das sagen? Wichtig ist jetzt, ob eine Straftat begangen wurde. Haben wir sowas gehört? Gar nichts? Ist Licht? Ja, also das irgendwie da gestört. Ist gut. Ich glaube, wir können. Dieses Weinen kam auch tatsächlich aus der Wohnung. Eine Frau hat Kummer. Hintergrund ist privat, bleibt privat. Aber wir haben keine Gefahr, wir haben keine Straftat und dann können wir wieder abrücken. Und? Peter 36.1. Bei Michel Entwarnung geben. Michel Streit, unser Ex-Partner, keine Straftat behauptet. Verstanden, 20.48 Uhr. Also das, was früher, sag ich mal, eine Zivilgesellschaft wohl vielfach selbst hinbekommen hat, weil vielleicht noch größeres Verständnis und Umsicht für den Mitmenschen gewesen ist, das ist in einer Gesellschaft, die mehr und mehr den Egoismus rausholt, natürlich dann schwierig und führt zu Einsätzen der Polizei. Und zu Einsätzen der Kriminalpolizei. Ja, ich tue. Okay, das ist jetzt nicht so der Burner. Steht die Person fest? Hast du da, laden die eben oder? Ich habe einen, den die 14er zu 14 bringen. Ja. Der könnte zugeführt werden. Ja. Okay. Hat zwar sowas wie einen festen Wohnsitz, aber der klaut wie ein Rabe. Ja. Okay. Von daher, das. Hoffmann dauert ins Hallo. Der wäre mal fällig. Ja. Bei uns laufen alle Fälle auf. Das ist für eine 1,8 Millionen Stadt, sind das bisweilen echt eine ganze Menge. In unterschiedlicher Dichte. Ich sag mal wirklich vom einfachsten Delikt, Sachbeschädigung durch Graffiti bis zum Tötungsdelikt. Ja, okay. Die Kripo kommt immer erst dann ins Spiel, wenn der Notruf abgearbeitet ist. Sobald sich die Kollegen von vor Ort melden, also die Streifenwagen. Die rufen dann hier an.
teilen uns den Sachverhalt mit und wir bewerten, ob wir da kriminalpolizeiliche Sofortmaßnahmen einleiten müssen. Wenn das so ist, dann schicken wir einen Kollegen raus, der sich vor Ort in der Sache annimmt. Ja. Den Rest würde der Kollege Henschke sich kümmern. Na, und der kümmert sich um den Tatort, macht Fotos, kümmert sich um die Spurensicherung. Frau Moran hat Besuch bekommen, ungebetenen. Mittelweg. Ja. Und was haben wir? Über den Balkon rein. Und ein paar Hebelmarken. Sogar hier beim und die ganze Bude durchwühlt. Olli Henschke ist Ausrücker. So heißen die Kripo-Beamten, die zum Tatort fahren. Einbrüche sind Alltagsgeschäft, zumindest für ihn. Aussehen. Da erstmal rein, genau. Ja. Schön Scherben zusammengefegt. War ein ganz ordentlicher Einbrecher. Ach, haben Sie schon zusammengefegt? Ja, ja, waren ganz nett zusammengefegt. Haben hier ein kleines Chaos veranstaltet. Und ja, keine Ahnung. Hier war das Kleingeld von der, die 50 Cent für die Waschmaschine sind jedenfalls weg. Okay. Aber sonst, ich sehe nichts, was weg wäre. Also alles gut. Gut, also hier ist kein Goldschmuck, Rolex-Uhren oder sonst irgendwas dabei. Nee. Nein. Okay. Da haben sie nicht mehr so gesehen. Ja, das ist nur ärgerlich. Ja, es Rennerei natürlich jetzt dadurch, ne? Also. Ja. So. Ob noch irgendwann kommt, ihr das dicht macht heute? Ihr Fenster? Ja, ich kann so nicht schlafen. Wieso? Ist zu kalt, oder? Nee, ich werde bestimmt nicht mit einer offenen Tür hier in meiner eigenen Wohnung schlafen. Sie machen doch im Sommer die Fenster auch auf Kipp, oder nicht? Niemals. Katja Lülsdorf und Fabian Liedtke sind zurück an der Wache. Nee, ich habe dich gerade noch. Deinen Hintern habe ich nur noch gesehen durch die Tür. Okay. Weil gerade weder Wache noch Michel Aufträge für sie haben, fahren die beiden Streife. Oh, jetzt noch mal rot gefahren. Danke. Und jetzt noch wieder in die Biegung. Jetzt haben wir unsere Drogen halt so. Alter. So, mach. Fahr mal schön hinterher, bitte. So, hier mal bitte folgen. Ja, mach ich gleich. Guck mal, hält schon alleine an. 36, 1. Michael, eine Fahrzeugkontrolle. Stalzhofer Allee bei Shell. Ja, guten Tag. Guten Tag. Eine Verkehrskontrolle. Wir konnten gerade beobachten, wie Sie bei Rot in die Kreuzung eingefahren sind. Sie sind ganz durchgefahren, ja? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Haben Sie heute alkoholische Getränke zu sich genommen? Sie wirken so ein bisschen sediert. Haben Sie Medikamente zu sich genommen? Gar nichts? Können wir mal einen Alkotest machen? Freiwilligen? Ja? Dann machen wir den mal. Machen Sie stehen bleiben, Mama? Bleiben Sie kurz stehen? Ja. Haben Sie das schon mal gemacht? Weiter, 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 weiter. Stopp. 1,17. Ist ein bisschen viel, ne? Ja. Mhm. Damit sind Sie wohl absolut fahruntüchtig. Schreibst du dir die Uhrzeit einmal auf? Mach ich. Brauchen Sie jetzt noch was auf dem Auto? Weil der Fahrzeugschlüssel, der wird jetzt erstmal. Haben Sie noch eine Jacke drin oder irgendwas, was Sie brauchen? Gut. Den Wagen habe ich abgeschlossen. Schlüssel, Geld ist hier noch. Irgendwie. Ja, das können Sie auch behalten. Können Sie uns Portemonnaie stecken. Nehmen Sie einmal hier hinten rechts Platz, bitte. Die Frau muss mit. Zum Bluttest. Denn 1,17 Promille sind keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Thorsten Schlumbohm nimmt weiter Notrufe an. Bis zu 180 Gespräche schafft ein Beamter in der Nachtschicht. Weil alle vernetzt sind, hat jeder im Blick, was aktuell in Hamburg los ist. Sie möchten in ein Frauenwohnheim. Ja, was haben Sie für Probleme? Ist Ihr Freund oder Mann zu Hause? Okay, hat er Sie geschlagen? Okay, haben Sie Kinder im Haus? Ich höre da Kinder im Hintergrund. Und die sind alle zu Hause. Diese Anrufe sind in der Ausnahmesituation in der Regel. Beim Verkehrsunfall oder wenn eingebrochen wurde. Und dann sind die vollkommen durch den Wind. Und dann muss man eben halt durch gezielte Fragen versuchen rauszukriegen, was denn da überhaupt als Sachverhalt vorliegt. Und man muss auch mal laut werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Man muss mal laut werden, um die Leute aus ihrem Tunnel rauszuholen. Notruf vom T-Bag. Ein Messerangriff. 17 Peterwagen sind im Einsatz. Täterbeschreibung. Helle Mütze.
Unter einer Stoffjacke in Hell- oder Khaki-Farben, ein Gürtel mit Machete am Oberkörper getragen und Spitzname sei Pico. Auch werden noch weitere Kräfte benötigt, insbesondere im Bereich Tatortabsicherung oder weitergreifende Fahndungsmaßnahmen. Auch Olli Henschke von der Kripo ist auf dem Weg zum Tatort. Moin! Hallo. Der Dauerdienst. Ah, den der Dauerdienst, ja, sehr ja. Schön. Machetenangriff. Opfer, ein Opfer nach Machetenangriff. Schwerverletzung im Eingangsbereich. Okay. So, wir sind noch vor einem Treffen RTW-Besatzung gewesen. Der Geschädigte war ansprechbar. Ein unbeteiligter Zeuge, der dem Täter noch gefolgt ist, sodass wir noch ungefähr 2 Meter fußläufig den letzten Gang nachvollziehen konnten. Ja, da ist müssen wir mal gucken. Ja, hier ist ein bisschen Melone. Ja, weil ich frage mich so, wie die Melone hierher kommt. Ja, ich nehme das Blut noch mal einmal auf. Es ist wahrscheinlich vom Geschädigten. Falls der Täter sich verletzt hat, ist es ja durchaus möglich, dass es auch sein Blut ist. Der Geschädigte liegt mit einer 15 cm langen Wunde an der Wange im Krankenhaus. Möchtest du das haben? Wir warten jetzt einfach nur noch mal, ob die Mordkommission noch was will. Ansonsten lösen wir den Tatort, die Absperrung hier gleich auf. Okay, und das geht dann mit als Spurenträger nach 24. Wo ist denn der Spuren? Der liegt dann noch. Ja, genau. Das geht dann mit als Spurenträger. Mhm. Am besten so wenig wie möglich bewegen. Peter 36.1 ist zurück im Revier. Mit Gästen an Bord fahren Katja und Fabian immer in die Garage. So, alles gut? Wir müssen in die Richtung einmal. Einmal hier vorne hin. So, geguckt habe ich schon einmal, die hat nichts mehr dabei. Kann ja? Mitkommen. Kommen Sie mit. Ja. Mal einmal durchgehen. So, Sie einmal dort Platz nehmen. Warten, bis der Amtsarzt kommt. Eine Trunkenheit, 1,7. Wow. Guck mal, der Zoll fährt die ganze Nacht rum und sucht. Fährt ein Polo Coupé, ein einer Polo. Ein ganz altes Ding, uraltes Ding. Ach, guck mal, die Schlüssel an. Ja, so hat meine Frau mal gehabt. Ja. Polo Coupé, ich hatte mein erstes Auto, war ein Audi 50. Analog zum Polo Coupé. Das war schon recht spaßig, das Auto. Ich habe einen Ford Taunus 1300 gehabt, mit 50 PS. Boah. In Braun. Aber lief, oder? Fabian muss den Wagen wegfahren. Die Knastkutsche ist da. Na, wart ihr schneller als ich? Die liebevolle Formulierung der Polizei für den Gefangenentransport. In einer der Zellen des PK 36 wartet nämlich ein weiterer Gast. Katja! Komm mal schnell! Morgen! Es geht weiter. Die Zuführung ins Untersuchungsgefängnis hat die Kripo veranlasst. Die Knastkutsche ist eine Art Sammeltaxi. Die Einzelzellen. Genau. Kamera überwacht. In der Wache überprüft der Arzt den Grad der Trunkenheit. Damit ist der Fall zumindest für Katja Lülsdorf und Fabian Liedtke abgeschlossen. Und ihre Schicht ist auch fast geschafft. Eine Stunde noch. Ich hab nur mal probiert. War sehr lustig. Wenn jetzt noch ein Einsatz käme, wäre doof, weil dann ist länger machen angesagt. Wenn jetzt aber nichts kommt, dann müssen wir irgendwie die Zeit überbrücken. Aber jetzt ist eigentlich so diese Zeit Ruhe. 6 Uhr morgens, Feierabend. Neuer Tag, neue Schicht. Einmal pro Woche beginnt die mit Sport. Der ist Polizeipflicht und zählt zur Dienstzeit. Die Sportart ist nicht festgelegt. Das Wichtigste hier sind Bewegung und Teamgeist. Geiles Ding. Er hat dir sogar noch zugezwinkert. Die Verletzungsrate? Null. Sonst würden wir das gar nicht spielen.
Dann verwandelt sich Fabian wieder in den Polizisten. Es ist tatsächlich zur Arbeit gehen. Und es ist auch nicht so, dass ich ein anderer Mensch werde, wenn ich jetzt eine Uniform anziehe. Und die Uniform weist mich als Polizeibeamter der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Hamburg aus. Und das muss reichen. Das ist verboten, mit Uniform rumzulaufen, ohne Polizist zu sein. Und da darf der Bürger darauf vertrauen. Was hier drin steckt, ist ein Polizeibeamter. Zudem auch die griffbereite und geladene Waffe gehört. Man wird kaum einen Beruf finden, wo man so viel erlebt, so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt. Also das ist herausfordernd, also es bringt echt Spaß. Dieser Spaß wäre ohne ihre Familie gar nicht möglich. Vor allem, wenn Nachtschichten anstehen, passen Katjas Eltern auf die 9-jährige Tochter der Polizistin auf. Erster Einsatz für die beiden. Ein Verkehrsunfall ohne Verletzte und weitere Beteiligte. Bei so einer entspannten Anfahrt ist auch mal Platz für einen Schnack. Umleitungsstrecke, Baustelle natürlich rechts und links. Das war da so ein Kipplaster mit Sand vor uns. Ne? Mhm. Dann bleibt der stehen und kippt aus. Ich bin auf der Fahrbahn. Ich sag, Alter, da gibt's doch gar nicht. Hinter mir ungefähr 20 Autos, da war nichts mehr. Ich denke, das ist ja jetzt nicht wahr. Ne? Wieso ist die Feuerwehrzufahrt, die ehemalige Feuerwehrzufahrt, denn hier eigentlich zugemacht ist? Der Geschädigte wartet schon. Steht da. Der Schwarze. Wollen wir doch mal kurz hin oder müssen Sie jetzt weg? Ich komme mit. Das ist lieb. Ich habe schon meinen Arbeitgeber angerufen, dass ich vielleicht ich werde ein bisschen verspätet. Ja. Ja, ich würde sagen, haben Sie ein Foto für sich gemacht, Mann? Ja, ich habe schon ein paar Fotos gemacht. Ja, also schaut so aus, dass da ist ein bisschen beschädigt. Das Schild war nicht richtig fixiert. Der Wind hat wahrscheinlich den Rest getan. Ein geschultes Polizistenauge entdeckt allerdings noch mehr als die Beule. Ja. Sie nicht? Siegfried Trennung, Bertha Anton. Und an Ihrem Fahrzeug ist? Okay. Grundsätzlich also, muss das übereinstimmen. Das Auto hat der TÜV. Wann haben Sie denn den Termin für den TÜV? Heute. Echt? Ja. Ja, das ist gut. Möchten Sie die Papiere? Nee, ich glaube Ihnen das. Nein. Aber wie gesagt, es sind schon 2 Monate. Ne? Einmal pro Woche gehört Dienstunterricht zur Schicht. Sind wir alle? Ja, ne? Ohne lange Vorrede begrüßen wir eine Kollegin vom PK34, die GOA. Und die wird uns jetzt mal mitteilen, was es Besonderes zu beachten gibt im Umgang, im dienstlichen Umgang mit E-Scootern und E-Tretrollern. Was sind überhaupt E-Kfz? Das ist eine neue Klasse von Fahrzeugen, die ausschließlich mit einem elektrischen Motor angetrieben werden, wie eben diese E-Tretroller oder Segways. Wer darf sowas überhaupt nutzen? Weil Fabian Dienstgruppenleiter und damit im Prinzip ein mittlerer Chef seiner Wache ist, leitet er auch manchmal den Unterricht. Heute kann er entspannt zuhören. Die E-Tretroller alle quer. Ja, vielen Dank. Ja, danke sehr. Für mich war da sehr viel Neues dabei. Im Rahmen der DIS-Tage hatte ich einen E-Scooter angehalten. Der war bekifft mit dem E-Scooter auf dem Weg zur Fahrschule Fahrerlaubnis Klasse B erwerben. Das wird wohl nichts, ne? Die Frühschicht hat eine Lage in Ohlsdorf übergeben. Eine Roma-Familie trauert recht extrovertiert um ihr verstorbenes Oberhaupt. Angestellte und Friedhofsgäste fühlten sich bedroht. Katja und Fabian sind auf dem Weg dorthin. Ich will nur, dass die Einsatzzentrale um 36, ein Fahrzeug, was vielleicht nichts zu tun hat. Ich will, dass die da oben drauf haben, was da für eine Hintergrundgeschichte ist, dass wenn ich mehr Kräfte brauche, dass ich dann auch dementsprechend schnell die bekomme. Und ja, wir befinden uns auf der Scheißhofer Allee-Ecke als Normalaufweg. Fluchtposition. Katja erläutert die Lage. Und zwar, es geht wohl primär darum, draußen ist ja so ein Parkplatz. Und es gibt ja auch andere trauernde Gäste, die wollen dann auch auf diesen Parkplatz nutzen. Und das finden die wohl nicht so toll und stellen sich manchmal vor die hin und sagen so, na, ihr kommt hier nicht rauf. Oder 72 Stunden wollen die Roma hier trauern.
Der Raum, in dem sie das schon seit 2 Tagen tun, ist laut Friedhofsverwaltung stark verschmutzt und muss neu gestrichen werden. Die Kosten im 4-stelligen Bereich. Wer hat denn hier das Sagen? Schönen guten Tag. Guten Tag. Das ist eine Geschichte, die kann man auch abbrechen. Ja? Wenn Sie sich nicht benehmen, dann mache ich das. Das wollen Sie nicht. Ja, sagen Sie Bescheid. Ich kann mir vorstellen, dass das hier doch ein bisschen in die Dauerlage geht. Es kann sein, dass es nachher deswegen auch noch ein bisschen eskaliert, weil hier noch eine zweite Familie kommt. Wenn was ist, dann fahren wir hier zentral vor. Ne? Denn hier ist der Point of Interest. Sieht besser doch. 2 Stunden später. Zeit für ein kleines Polizei-Abkürzungsquiz. Denn auch die Kürzel gilt es zu trainieren. So, VU. Mit Erklärung? Dann musst du jetzt erklären, was VU ist. Du musst das jetzt erklären. Verkehrsunfall. IKA. Einsatz. Das ist jetzt unangenehm. Einsatz. Ja. Knüppel. Hm. Nein, warte mal. Also, wir haben auf jeden Fall das Fahrrad jetzt hier angeboten. Einsatzstock kurz ausziehbar. Ah, Einsatz kurz ausziehbar. Ich führe. Du bist wieder dran. Oh, na ganz toll. SZ. Satzzeichen. Was soll das sein, SZ? Schreiben wir in jedem Bericht. Nach dem Einsatzgruppe rum. Sonderzeichen. Nein. Sondern? Sonderrechte zugelassen. Blaulicht, tatütata. Michael, wurde 36.1 gerufen? Ja, genau. Ja, korrekt. Ich wollte mitteilen, dass ich zum Jahresschießprogramm fahre und dafür in die 8 gehe. Die 8 heißt für die Einsatzzentrale, dass der Peterwagen nicht zur Verfügung steht. 3-mal pro Jahr trainieren alle Polizisten, die mit Waffen unterwegs sind, das Schießen. Wir gehen mal vor 5 Meter, die gedachte 5-Meter-Linie. Nehmen wir die beiden rechten? Ja. Genau, dann nehmen wir die beiden rechten Schlag. Okay, und 4 Schuss und go. Gut. Warum sind meine Treffer eigentlich alle konsequent etwas zu tief? Man kann natürlich jetzt ins Detail gehen und kann sagen, also Tiefschüsse werden produziert, weil der Körper einfach immer gegen diesen Rückschlag so ein bisschen gegen annicken möchte, ne? Okay. Und nimmt das halt eben vorweg. Dann muss man sich ein bisschen zu zwingen zu sagen, ich will halt eben nicht diesen Rückstoß abfangen. Das ist eine ganz normale körperliche instinktive Reaktion. Die Maschinenpistolen sind nicht grundsätzlich am Mann oder in diesem Fall an der Frau, aber in jedem Streifenwagen. Jetzt kann ich mich hier sehr gut bewegen und kann auch sehr gut gucken. Muss auch vorne durchgucken, vergiss das nicht. Und dann. Permanente Anspannung, wechselnde Schichten, Nachtdienste und nur alle 8 Wochen ein freies Wochenende. Polizeialltag. Trotzdem ein Traumjob, sagen Fabian und Katja. Ich kann mich noch erinnern, ganz früher, da war ich so im Grundschulalter. Mein Papa, da muss man zu sagen, da war Imker. Und irgendwann ist ihm mal ein Bienenvolk gestohlen worden. Und da kam ein Polizist, hat diese Strafanzeige entgegengenommen. Und dieser Polizist, der mochte mich wohl ganz gerne, hat mir seine Mütze damals geschenkt. Und die habe ich bis heute noch. Und da habe ich damals schon gesagt, wenn ich mal groß bin, ich gehe zur Polizei. Und seitdem bin ich von dem Gedanken noch nicht abgewichen. Und ich kann jetzt nach bald 25 Jahren im Dienst auch sagen, ich würde es immer wieder tun. Gestorben ist einer im 43er, fahrradfahrenderweise, gestürzt, gekrampft. Reanimiert, tot. Das ist natürlich einfühlsam hin. Da ist Nachmittag schon warm gewesen, haben aber nicht angetroffen. Und ich wollte jetzt nicht, dass es noch so lange dauert. Nicht, dass wir da um Mitternacht sagen, hallo, hier ist die Polizei, dass das mal zeitnah geschieht. Ja, also deswegen haben die hier das so rübergeschickt. Lass mal gucken. Todesnachrichten zu überbringen, eine der schwierigsten Aufgaben. Das ist dann wirklich eine Katastrophe. Also da steht man vor der Tür, klingelt, hört Schritte hinter der Tür und weiß gleich,
quasi wird meine Info hier jetzt diese heile Welt stumpf zerstören. Sowas auch dann so halten, dass nichts zu sehen ist. Ja, die Angelegenheit. Klingel noch mal ein drittes Mal. Das ist Kanada. Ein Fall für die nächste Schicht. Wir haben auch welche gesehen vom Unteinsatz. Katja muss jetzt erstmal dringend zurück zur Wache. Ja, hast du nachher das Dilemma und dann geht gar nichts mehr und dann und Hecke ist auch nicht so die Alternative. Ne? Die Einsätze kommen und wir haben versucht, die abzuarbeiten. Und man muss die ruhigen Zeiten dann nutzen, tatsächlich zum Entsorgen, Versorgen und zum Verwaltungsfertigen. Deswegen sage ich auch, bei einer langen Nacht ist es so, dass ich teilweise nicht dazu komme, mal eine halbe Stunde mich hinzusetzen und was zu essen. Weil ich einfach diese Zeit nutzen muss für andere Sachen. Es riecht ja verbrannt. Die Tagschicht hat Nudeln gekocht und den Kollegen etwas übrig gelassen. Da sollten sie drin sein, wo du stehst. Die Nudeln? Die Nudeln und meine Soße. Das liegt jetzt hier schon länger, wie man sieht. Schmeckt aber trotzdem. Kraftfutter. Mein Essen ist fertig. Katja erledigt in der Zwischenzeit den Schreibkram. Es ist nur anstrengend, sag ich mal, wenn man 12 Stunden Nachtdienst hat und morgens um 4 kommt dann noch ein dickes Ding rein, wo man dann auch sehr viel schreiben muss. Man muss ja auch einen vernünftigen Bericht noch zu Papier bringen. Das ist eine Herausforderung manchmal. Wenn du wirklich müde bist, willst du ja auch keinen Quatsch schreiben. Ne? Soll ja auch ordentlich sein. Weil spätestens, wenn du bei der Gerichtsverhandlung bist, dann wirst du auseinandergenommen, wenn da irgendwas falsch geschrieben ist, ne? Oder irgendwas fehlt. Für Fabian und Katja steht noch mal eine Fahrt zum Ohlsdorfer Friedhof an. Die Lage dort ist ruhig. Allerdings zeigt sich die Polizei regelmäßig, damit das auch so bleibt. Präsenzfahrten heißen solche Stippvisiten. Gehört der Wagen zu Ihnen? Hallo, Herr Wachmeister. Was suchen Sie hier? Haben Sie was gemacht? Nein, hallo. Oder wollen Sie mit unserer Anwältin sprechen? Hallo. Nein, richtig nicht. Wollen Sie mit unserer Anwältin? Lassen Sie uns trauern! Alter, lassen Sie uns trauern! Ja, hallo, wir haben schon nicht. Wir haben keinen belästigt. Ich hab das eben. Aber wir Sie kommen hier und zeigen sich. Ja, wir zeigen uns. Zeigen Sie sich woanders. Wir machen auf die Reeperbahn. Gehen Sie auf die Reeperbahn. Bei den Drogendealer. Mein Interesse ist es, dass Sie hier ganz vernünftig und angemessen sich verabschieden können. Wenn Sie sich hier entsprechend benehmen, nichts verschmutzen, niemanden anpöbeln, vernünftig sich an die Verkehrsregeln halten, dann haben wir keine Probleme. Ich erlebe zu keinem Zehntelsekündchen irgendeine Form von Angst. Also ich habe ich bin natürlich, sag ich mal, alarmiert. Ich gucke ganz viel. Pass auf, dass man mich nicht anfasst. Aber das ist eine Situation, von der gehe ich aus, dass ich sie gut unter Kontrolle habe. Weil sich Polizisten bedingungslos vertrauen und nicht nur auf ihre Stadt, sondern auch aufeinander aufpassen. Nichts auf dem Zettel. Mensch, morgen ist Nachtdienst bei dir, ne? Nein. Ja. Übermorgen wahrscheinlich, obwohl ich eigentlich frei hatte. Weil ich dir ja keinen Wunsch abschlagen kann. Ich danke dir.